Herzlich willkommen hier an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Mein Name ist Giuseppa Spatola und ich studiere Unternehmenskommunikation im Master. Nebenher bin ich auch für die Hochschulkommunikation tätig. Ich führe euch heute ein bisschen durch die HDM und zeige euch dabei die wichtigsten Stationen, die jeder Studierende kennen muss. Kommt mit! Hier stehen wir vom sogenannten Grünen Ei. Das Grüne Ei dient den Studierenden hier an der HDM als Treffpunkt. Wenn Studierende aber was loswerden, haben oder auch was kaufen möchten, können sie sich dafür getrost ans Schwarze Brett wenden. Oder aber auch an das Willi Honey Gebi Board. Im Übrigen hat auch die VS, die verfasste Studierendenschaft, hier ihren Sitz an der HDM. Sie kümmert sich um jegliche Angelegenheiten der Studierenden. Hinter dem grünen Ei können die Studierenden ihre Wasserflaschen auffüllen, ihr Essen in der Mikrowelle aufwärmen oder auch einfach ihr Handy laden. Im Hauptgebäude befindet sich nicht nur das grüne, sondern auch das weiße Ei und das im dritten Stockwerk. Diesen Raum kann man sich übrigens für Gruppenarbeiten reservieren, indem man sich in eine Liste einträgt, die draußen an der Tür aushängt. Läuft man nun vom dritten Stockwerk runter ins zweite, kommt man in die Etage, in der die hohen Tiere der HDM arbeiten. Unter anderem hat hier auch ein Prorektor seinen Platz. Hallo, Herr Rother. Hallo, willkommen an der HDM. Das hier ist die Lernwelt. Das ist ein beliebter Ort für viele Studierende hier an der HDM, wenn sie etwas lernen möchten oder sich gemeinsam an Projekte machen möchten. Direkt gegenüber von der Lernwelt können die Studierenden sich an verschiedenen Stationen A ihren Studentenausweis entweder mit Geld aufladen oder B validieren lassen. Das Validieren ist dabei besonders wichtig, denn immerhin ist auf eurem Studentenausweis auch euer VVS-Ticket drauf. Einmal die Treppen runter geht's ab zum hauseigenen Kino der HDM, und zwar dem sogenannten Treppenstudio. Die VS organisiert mit dem Filmrausch regelmäßig Filmabende, in dem ausgewählte Klassiker gezeigt werden. Ob ihr euren Studentenausweis verloren habt, ein Urlaubssemester beantragen müsst oder einfach nur Informationen braucht, hier beim Studienbüro an der HDM seid ihr an der richtigen Adresse. Prägt euch die Öffnungszeiten auf jeden Fall richtig gut ein. Es ist nicht selten, dass hier an der HDM wunderschöne Pianomusik ihre Runde macht. Jeder an der HDM kann sich daran wagen und einfach hier ganz wild in die Tasten hauen. Hier beim Hochschulradio Horaz haben die Studierenden die Möglichkeit, sich journalistisch auszutoben. Ob sie vor dem Mikro nur ein bisschen üben möchten oder ein ganzes Semester eine eigene Sendung produzieren möchten, hier haben die Studenten die Wahl und es ist alles möglich. Ob Events, Videodrehs oder Trailer, die HDM ist für ihre angewandte Lehrart bekannt. Alle nötigen technischen Hilfsmittel könnt ihr hier beim Technikpool ergattern. Hier bei der Lernbar könnt ihr nicht nur ein bisschen vor euch hinschaukeln, sondern euch auch einen Platz suchen und gemeinsam mit euren Kommilitonen euch an Projekte machen oder einfach nur in Stille lernen. Jetzt befinden wir uns vor dem Eat & Talk. Das Eat & Talk ist die Cafeteria hier auf dem HDM Campus. Hier können sich die Studierenden mit leckeren Getränken und frischen Backwaren verköstigen. Übrigens, der Kaffee, der soll ja auch richtig lecker sein. Und das ist doch bekanntlich das Elixier für die Studierenden. Das ist ein weiteres Gebäude auf dem Campus. N8 oder besser bekannt als der Zitronenschnitz. Warum? Weil es von oben genauso aussieht wie ein Zitronenschnitz. So viele Bücher gibt es an der HDM in der Bibliothek. Und das ist auch ein beliebter Lernort für viele Studierende. Direkt neben der Bibliothek im Zitronenschnitz befindet sich das Audimax. Mit seinen über 300 Plätzen ist das Audimax der größte Vorlesungssaal der gesamten HDM.
Hier finden dementsprechend nicht nur Vorlesungen statt, sondern auch Veranstaltungen wie zum Beispiel Absolventenfeiern. Hinter mir befindet sich Haus Nummer 10A oder auch besser bekannt als der Würfel. Dieses Gebäude ist bereits mehrfach ausgezeichnet und hat in einigen Architekturwettbewerben bereits Preise erhalten. Die Vorlesungs- und Seminarräume kann man auch als Eventfläche nutzen. Außerdem befindet sich im Würfel auch das Weiterbildungszentrum der HDM. Ein weiteres Gebäude, in dem Vorlesungen stattfinden und Gruppen zusammenarbeiten können, ist der Pavillon. Dagegen können die Hollywood Hills doch gleich einpacken, oder? Das war's soweit von mir, von dem virtuellen Rundgang hier an der HDM. Ich bin Giuseppa Spatola und wir sehen uns bestimmt mal auf dem Campus. Bis dahin, tschüss! Ich zeige euch heute ein bisschen die H&M. Mein Name ist Giuseppa Spatola und ich mache das gleich von vorne. Hey, la 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 la. Zitronenschnitz! Woo! Tschüss! Ach so winken Leute, gell?